Hey Leute, eine Kleinigkeit vorneweg. Bei der Aufnahme, da ist ein bisschen was schiefgegangen. Und zwar fehlt komplett der Ton. Und ich weiß auch, woran das lag. Und zwar hatte ich mein Mikro mal umgesteckt. Ja, und die X-Story hatte dann eine andere Audioquelle zum Aufnehmen halt automatisch ausgewählt. Nur leider hat es da durch gar nichts aufgenommen. Ja, ein wirklich einmaliger Fauxpas. Wird nicht wieder vorkommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe ein bisschen Blues-Musik jetzt in den Hintergrund gepackt. Sind aber leider auch bloß zwei Titel, die ich gefunden habe. Mehr gibt es irgendwie nicht. Also sind nicht verfügbar. Auf jeden Fall sollte das dann ja nicht ganz so langweilig werden, wenn ihr bloß meine Stimme hört. Und dann war mir beim Bearbeiten noch ein Fehler aufgefallen. Die Franzosen setzen nicht Spion ein, sie setzen Funkstille ein. Vielleicht findet ihr ja die Stelle. Na, nun gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und für alle, die Probleme bei dieser Operation haben, vielleicht lernt ihr ja noch was draus. Okay. Okay, das war jetzt ein bisschen hochnäsig. Naja, viel Spaß. Mal wieder eine neue Runde Ruse Operationen. Heute Medius. Da sind wir wie unschwer erkennbar die Deutschen und müssen uns dabei mehr oder weniger gegen die Briten und Franzosen verteidigen. Allerdings ist das Besondere der Mission, der Operation, nicht halt irgendwie jetzt die Gegner zu vernichten, sondern wir müssen insgesamt, das habt ihr ja wahrscheinlich gerade bei den Zielen schon gesehen. Oh, ach Mist, schon wieder hier alle Taktiken aufgebaut. Wir müssen hier 1000 Einheiten Nachschub ansammeln. Und erst dann haben wir hier halt gewonnen. Ja, dann war die Operation erfolgreich. Operation erfolgreich. Ja, das klingt so wie Medizin. Die Operation war ein voller Erfolg. Naja, die Operation, die war auch in einem DLC drin, ne? Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war das Chimera-Pack. Denn mit dem Pack der aufgehenden Sonne kamen ja nur japanische Operationen und dementsprechend müsste ihr Medius im Chimera-Pack enthalten worden gewesen sein. Ach Mist, jetzt habe ich hier an der linken Seite aber was vergessen. Und zwar hätte ich hier mit einem Jagdflieger, wobei das kann ich eigentlich auch schnell machen mit einem Jagdbomber hier erledigen. Da hätte ich mit dem Jagdflieger hier nämlich noch schnell die Baufahrzeuge alle abschießen können. Aber die Kunst ist hier eher die Mitte zu halten. Denn da kommen dann hier, also und hier, kommen dann ja halt die meisten Angriffe. Und im Grunde genommen ist es halt wirklich ja auch alles. Man muss eigentlich nur die ganzen Seiten hier halten. Aber dennoch werden wir einen Gegner angreifen, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Also ich mache mir die Mission eigentlich auch immer selber ein bisschen schwer, weil ich die Mentalität habe, wirklich jede Stellung zu halten. Also es wäre in diesem Fall dann halt alle Gebäude betreffen. So, und da packen wir hier auch noch zwei Tiger hin. Also das reichen. Na, wir brauchen noch Aufklärer. Ohne das geht's gar nicht. Ja, am Anfang müssen wir erstmal viel Geld ausgeben. Ups, da kommt einer. Hoffentlich können wir den noch abschießen. Ah, das wird wohl nix. Ja, bombt den weg. Ich brauche den Aufklärer gar nicht. So, dann bauen wir mal gleich hier einen neuen, der dahin muss. So, da haben wir hier zwei Tiger. Wir werden aber, sobald wir Geld haben, auch wieder ein paar Panzer 4 bauen. Wir brauchen einfach ein paar Kanonen. Wir müssen nicht unbedingt groß sein, aber Hauptsache wir haben ein paar. So, hoffen wir mal, dass wir die da reinkriegen. So, dann brauchen wir mal ein paar. Na, Lachs. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Die können erstmal dort rein. Einen Stux müssen wir dann auch noch bauen. Aber wir haben ja jetzt noch kein Geld. Das ist gerade das große Problem.
Oh, kriegen wir den hier noch abgeschossen? Komm schon. Wenn ja ein Fahrzeug, also überhaupt eine Einheit, zu dicht an ein Baufahrzeug ist, dann kann sich das nicht aufbauen, aufstellen, wie auch immer. Da brauchen wir noch einen Aufklärer. Fahrzeug, ja, wir haben noch keinen. So, jetzt stellen wir hier ein paar Panzer 4 hin. Wir werden dieses Hauptquartier zerstören. Also an sich sind das, ja, angezeigt werden nur zwei Gegner, aber es sind vier Hauptquartiere, die wir hier als, ja, Gegner haben. Und da müssen wir halt versuchen, alle zu zerstören. Na, was heißt nicht zerstören? Zerstören müssen wir gar keins. Wir müssen ja einfach bloß warten, bis wir hier 1000 Credits, Einheiten, Nachschub, wie auch immer, wir zusammen haben. Aber mir ist es halt lieber. Und das ist auch einfach meine Mentalität. Ich bunker mich nicht einfach nur ein, weil es nämlich alles nicht einfacher macht. Sondern ich gehe dann auch ein bisschen offensiv vor. So, wir brauchen noch einige Flaks. Die 8-8er können wir nämlich nicht nachbauen, falls ihr es schon gesehen habt oder nicht. Der Aufklärer hier kann noch ein Stück weiter nach vorne. Mal hier stellen wir auch noch mal einen rein. Ah ja, hast vergessen, Stocks. Ich meine, da sollten drei ja ganz gut reichen. Und es ist auch nämlich am einfachsten, das hier zu zerstören, als hier bei den Franzis, denn die haben da zwei Maginots. Und die sind eklig. Okay, diese Stelle hier schon mal gut zu halten. Ist kein Problem. Wir haben wieder ein paar Listen. Da können wir hier den ganzen Transport, das Nachschub-LKWs mit da Blitz beschleunigen. Dann können wir schneller Geld, falls wir eventuell was nachbauen sollten. Ah, toll. Meine Stukas sind wohl losgeworden. Das sind übrigens nicht die normalen Stukas, sondern es sind diese, ja, diese ganz besonders starken, ja, wie soll ich es nennen? Das steht auch hier. Könnt ihr das an den Werten sehen? Panzerklacker. Das sind auch die, die in der Kampagne zum Zuge kommen, also in den letzten Missionen. Sofern es überhaupt jemand aufgefallen war. Und ja. Wir können sie nicht nachbauen. Schade eigentlich. So, ich hoffe mal, das reicht ja an der rechten Seite. Na, vielleicht antworten wir hier besser mal noch mit Tiger, ne? Hoppla. Mal sehen, vielleicht können wir das Depot hier noch zurückholen. Denn es ist nicht so toll, wenn wir gleich am Anfang alle verlieren. Ach, ich baue hier besser mal erstmal nur Tiger nach. Die Franzosen, die spammen nämlich auch hier nur B1 und ja, es ist besser mit Tigern zu antworten. Ja, toll. Ist jetzt weg. Ja, wir können zwar jetzt noch eine Panzerbasis nachbauen, aber es bringt recht wenig, da den Bauer-LKW dorthin zu schicken. Weil er eh kaum ankommen wird. Ah, vielleicht kriegen wir den hier abgeschossen. Aber ich glaube kaum. Jo. Kommt von dort, Tiger. Also, gut, zwei Mark noch. Damit wir wenigstens die Seite gegen die Franzosen erhalten. Ah. Komm schon. Ja, da kann ich nicht sehen, dass es eine Dreh-Einheit. Die müssen wir auf jeden Fall auch aufklären. Denn die Franzosen setzen hier sehr oft Spionen ein, mal die ganzen Einheiten zu überdecken. So, die Stuck, sie können erstmal einen Flughafen dort vernichten. Denn der wird auch noch richtig nerven. So, vielleicht kriegen wir die Flachse dorthin geschoben. Verdammter Aufklärer. Die sind nie da, wenn man die mal braucht. Und der Flachs können wir noch ein paar verteilen, die wir brauchen. Ja. Panzerjäger eigentlich eher nicht. Eher nicht. Oh, da haben wir noch einen Tiger. Na, schafft das, die Packs zu retten? Nee, das sollten zu beschützen. Moment mal, die sind. Ach, die sind ja nicht echt. Macht nix. Aber halt, machen wir kurz was aus. Ach, ist aus, sehr gut. Damit wir hier alle Gebäude gleich verlieren.
So, die Stuks können ja alle Gebäude schon zerstören. Und dann nerven wenigstens die Engländer weniger. So, Geld kommt gerade ganz gut rein. So soll es sein. Ja, also es könnte insgesamt ein bisschen besser laufen, aber es sieht ganz gut aus. Dann zerstören wir jetzt hier das Hauptquartier. Dann sollten die großen Probleme hier von den Engländern beseitigt werden. Die nerven am meisten eben mit den Fliegern. Vielleicht können wir noch ein paar Flaks verteilen. Na, stellen wir einfach dort noch ein paar hin. Wir haben irgendwas verloren, aber ich weiß nicht was. Und vermutlich bloß irgendeine Einheit. Ah, pack mal hier wieder einen Blitz drauf, hier wieder einen Blitz drauf. Und alles schneller geht. Ah, da kommen die Engländer schon mit ihren Fallschirmjägern. Und schicken wir einfach mal Flugzeuge hier hin. Vielleicht können wir ja die Flaks so ein bisschen hier rüber verlegen, damit ein paar abgeschossen werden. Ah, da haben wir eh ein paar Flaks. Also sollte alles unter Kontrolle sein. Ja, am liebsten würde ich ja hier einfach bloß mit. Entschuldigung. Einfach mit Tigerpanzer reinfahren. Das geht aber nicht, weil, wie ihr jetzt sehen könnt, überall Packs und dann halt auch Flaks in den Wäldern versteckt sind. So, der sollte jetzt aber kein großes Problem mehr darstellen. Dann denke ich nur, die Franzis, die hier ihre B1 spammen. Und aber. Ja, da kann man es gut erkennen, damit Spionen getarnt sind. Ja, läuft aber doch eigentlich jetzt ganz gut. So, dann könnt ihr hier noch die restlichen Gebäude zerstören. Was? Nachschubdepot erobert? Ach, da hinten schon wieder. So, dann spucken wir mal hier auch ein paar Einheiten raus. Normalerweise verliere ich die Kaserne immer als erstes. Ah, vielleicht können wir die noch mal mit zwei Tigern unterstützen. Denn die B1, die werden wirklich gespammt. Wenn ich von Spam rede, dann meine ich das auch. Die Panzer 4 können mal dorthin. Ach, die machen mir den ganzen Flachs und Packs kaputt. Von ab der Engländer. Mann, baue ich hier eben noch zwei Aufklärer. Die nerven. Gut, den Aufklärer hier brauchen wir ja nicht mehr, weil die Einheit ja eh aufgedeckt sind. Dann können wir die Tiger auch noch hier. Nein, beide Tiger bitte. Ja. Ah, wir brauchen da hinten ja ein paar mehr Flachs. Los, einnehmen. Ah, und den Wald mit dem Aufklärer hier. So, machen wir mal wieder hier Blitz da und da. Also es reicht, wenn hier in den großen Sektoren Blitz ist. Denn da verläuft auch ein Großteil der Straßen. Und da sind ja hier die ganzen LKWs, die einfach durchkommen müssen. So, sollte aber auch noch ganz gut klappen. Also es sieht wirklich ganz gut aus. Nein, Stux, bitte auf die Gebäude hier schießen. Die müssen weg. Aber ich muss auch sagen, die Franzosen halten sich bisher mit den Angriffen erstaunlich zurück. Also eigentlich könnten wir hier bei den Engländern noch versuchen, jeden Flughafen und der Hauptquartier zu zerstören. Aber ja, soweit habe ich es bisher noch nie geschafft. Also ich hab's ja noch nicht gewagt, so weit anzugreifen. Ich habe es keine Lust, die beiden Superstukas verbleibend auf das Flugfeld anzusetzen. Und mehr als die normalen Stocks haben wir ja auch nicht. Ach, die wollen unbedingt da hinten angreifen. Na, jetzt kommen da die Franzosenbomber. Ja, die armen Jots. Die taugen überhaupt nichts. Das sind einfach bloß leichte Bomber und bessere Bomber können die Franzosen nicht bauen. Und deshalb verstehe ich dann bei Mehrspielermodus nicht, warum, also wenn jemand die Franzosen spielt, dann nur auf Bomber geht. Denn die taugen wirklich überhaupt nichts. Okay, ich schicke einfach mal alle Flieger jetzt dorthin.
Die werden eh fast alle abgeschossen. Ja, toll. Panzerabwehrbasis wächst, na gut, aber. Ja, wie gesagt. Die brauchen wir nicht unbedingt. Nicht zwingend. Ah, die Stuks müssten ganz schön nah ran, um die Gebäude da noch zu zerstören. Ja, gut, aber reicht, wenn hier die ganzen Gebäude weg sind, damit die Engländer nicht mehr viel machen können. Danach kommen sie jetzt da mit ihren schweren Panzern an. Dann können wir hier ein bisschen abrücken. Ja, im Grunde müssen wir jetzt einfach warten, dass. Können wir natürlich beschleunigen, nochmal Blitz drauf machen, bis das ganze Geld da ist. Und jetzt kommen ja wirklich noch genug LKWs rein. So, die hier können wieder aufsteigen. Mal, warum greift die Franzosen eigentlich kaum an, ey? Das verwundert mich ziemlich. Normalerweise kommt von denen immer mehr. Also dennoch schicken wir hier jetzt nochmal Tigers runter. Denn ich erwarte immer noch einen schweren Angriff an denen. Weil das bisher immer so war. Also auch hier gilt ja, die KI ist unberechenbar. Oh, Verstärkung. Ah, stimmt ja. Ja, ganz vergessen, dass es sowas auch noch gibt. Ein paar Kötis. Königstigerlieder, haben die irgendwas Besonderes? Ja, warte mal, 542, 43. Ja, doch, Moment mal, das ist doch. Ist das nicht mehr Schaden, als die Maus macht? Ja, doch. Also auch nochmal, hier haben wir absolute Elite, Königstiger. Also dann Elite Stukas. Ja, schade, dass man die Einheiten nicht bauen kann. Schade, schade, schade. Ich glaube, dann würden wirklich alle nur noch Deutsche spielen. Ja, die Mathe. Ah, da kommt ja der Angriff der Franzis. Ah, versuchen wir mal die Tiger hier. Ah, eine Reihe. Alle schöne Reihe zu stellen. Der Aufklärer muss schon nach vorne. So, verpacken wir die mal hier mit ein bisschen Terror, damit sie schneller fliehen. Ja, und da meinte ich ja, die spammen nur B1, aber wir sollten genug Tiger haben, damit es den Angewerben. Ja, total vernuschelt. Ja, schicken wir einfach alles, was wir an Tigern haben, einfach noch dahin. Damit wir den Angriff abwehren können, aber sieht ganz gut aus, sieht ganz gut aus. Oh, und gleich haben wir das Geld zusammen. Ja, und das noch reichlich vor der Zeit. Ja, hat ja doch ganz gut geklappt. Aber auch hier würde ich zu gerne einfach alles für einen Gegenangriff mobilisieren, um die Engländer und Franzosen platt zu machen. Denn uns stehen hier wirklich genug starke Einheiten zur Verfügung, dass es auch klappt. Ja, und mit ein bisschen mehr Enthusiasmus hätten wir hier auch die Engländer komplett besiegen können, aber hätte es dann sein können, dass wir hier auf der linken Seite zu schwach gewesen wären und ja, uns dann halt die Franzosen überrannt hätten. Naja, aber gut, die 1000 oder Einheiten an Nachschub, die sind angekommen. Ja, ich hoffe mal, ihr habt wieder was gelernt. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch da lassen und gerne ein Abo. Da wird es nämlich noch ein paar Ruse-Operationen geben, denn da sind immer noch ein paar. Ich habe noch nicht alle durch. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!